Die Laune von Elternsprecherin Ulrike Burkhardt und Schulleiterin Christina Behrendt dürfte sich seit Jahresbeginn kaum verbessert haben. Schon im Februar beklagten sie wie viele andere Preis, Menge und Qualität des neuen Schulessens an der Brandenburger Havelschule. Geändert hat sich bis heute nichts. Im Gegenteil, die Lage wird immer verfahrener. Auch Politik und Verwaltung ringen um eine passende Antwort. Herr Scheller, 5,03 Euro haben die Leute abgewählt. Es wird nicht gegessen. Und wir haben es gesagt, die drei Schulen, die wirklich den Mercedes haben wollten, da ist das Klientel auch da, die das Essengeld bezahlen. Aber ansonsten haben wir hier verloren. In diesen ganzen Ausschreiberverfahren haben wir verloren. Und das ist Mist, auf Deutsch gesagt. Es gehen noch nicht mal mehr 1.000 Schüler essen von über 6.000. Unterschiedliche Leistungen, das ist jedenfalls oftmals mein Verständnis, ja, führen am Ende zu unterschiedlichen Preisen. Versuchen Sie an der Stelle, ich sag mal hier, mit dieser Situation umzugehen? Das Ungleichgewicht, was Sie ansprachen, Herr Kutsche, entsteht aus meiner Sicht oder ist dadurch entstanden, dass wir natürlich so ein bisschen einen Speiseplan rausgegeben haben und jeder durfte was ankreuzen. Da bin ich bei Ihnen, das hätte man vielleicht ein bisschen anders steuern können. Aber so ist das nun mal, wenn Menschen die Möglichkeit haben, aus dem Vollen zu schöpfen, dann werden sie das auch tun. Augenscheinlich haben sie es getan und waren dann entsetzt, als ein Preis dabei aufgerufen wurde, der nun nicht vielleicht den entsprechenden Erwartungen entsprach. Jetzt aber der Verwaltung hier ausschließlich den schwarzen Peter zuzuschieben, halte ich für falsch. Aus dem einfachen Grund, das hätte einfach auch den Eltern klar sein müssen und auch den Schülern, die dort vertreten sind, dass sie mit einer höheren Anforderung natürlich im Endeffekt auch einen höheren Preis zu zahlen haben. Die AfD glaubt zudem, einen neuen Zeitgeist erkannt zu haben. Ein gemeinsames Mittagessen sei unter Schülern demnach nicht mehr sehr angesagt. Auch die schlechtere Qualität des neuen Essens komme in der Diskussion zu kurz. Wir versuchen also gerade hier, ein auf dem Markt nicht bestehbares oder Angebot, was Bestand hat oder auf dem Markt verkäuflich ist, mit Steuermitteln zu retten. Also einen Caterer, wo die Leute nicht mit zufrieden sind, zu retten, damit er ja nicht in Schwierigkeiten kommt, halte ich für den falschen Weg. Eine Mehrheit der Stadtverordneten sah das bekanntlich anders. Dass der Beschluss, das Schulessen subventioniert durch die Stadt wieder günstiger zu machen, von der Verwaltung nur kurz darauf schon torpediert wird, sorgt für erneutes Kopfschütteln. Wir sehen das, dass die Essenteilnehmer abgenommen haben und deswegen sind wir aktiv geworden. Und das sind ja nicht wir alleine, sondern wir haben eine Mehrheit von 25 Zustimmungen, wenn ich die im Kopf habe. Und das ist schon eine gute Mehrheit gewesen für den Antrag in der SVV. Es gab letztlich auch für uns als Fraktion keine andere Alternative, als zu sagen, wir wollen diese erheblichen Kosten mit einem Mittagessen über 5 Euro, ist für uns nicht machbar. Wir wollen diese erheblichen Kosten den Eltern nicht bei den Eltern abladen, wenn wir wissen, dass möglicherweise in der Verwaltung selbst auch dort nicht alles so ganz toll gelaufen ist. Dass nun ausgerechnet die Verwaltung sich auf Formalien beruft und eine fehlende Finanzierung bemängelt, kommt bei den Antragstellern gar nicht gut an. Das begründen wir auch damit, dass wir in die Haushaltslage oder als der Haushalt aufgestellt wurde, nicht sagen konnten, dass da etwas auf uns drauf zukommt und es wird keinen Nachtragshaushalt geben, wo wir das mit aufnehmen hätten können. Von daher sehen wir dann eine Unabweisbarkeit und das ist auch von der Kommunalverfassung gedeckt und das sollte Herr Recko vielleicht nochmal nachlesen. Die Freien Wähler sehen in dem ungewöhnlich raschen Vorstoß des Oberbürgermeisters auch ein Stück weit Selbstkritik. Offenbar war der Oberbürgermeister ärgerlich und auch verständlich. Offenbar ärgerlich auch über die eigene Leistung der Verwaltung in dieser Sache. Denn man muss aber dazu sagen, im Grunde ist es schon so, dass hier auch ein großes Stück Versagen der Verwaltung mit dabei ist. Und offenbar teilt der Oberbürgermeister auch diese Kritik, weil diese Thematik hätte nie so hochgekocht werden müssen, hätte nie so problematisiert sein müssen, wenn man im Vorfeld gesehen hätte, dass im Rahmen dieser Ausschreibung, dass dort andere Bedingungen hätten vorgegeben werden müssen. Sollte die Verwaltung nicht einlenken, drohen die Linken, die Kommunalaufsicht einzuschalten. Auch eine Sondersitzung der SVV im Sommer scheint denkbar. Der Ärger über das Schulessen, nicht nur an der Havelschule, geht er vorerst in die Verlängerung.